irisgartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera und vor der Kamera fast auf Knien Josef Gramann vor seinem Torf. Das ist sein Substrat. Josef Gramann, was sieht man da genau in diesem frisch abzubauenden Torf? Was sind das für Bestandteile? Wie sind die entstanden und was für eine Funktion haben sie nachher im Erdensubstrat? Ja, also einmal sehen wir hier im typischen Schwarztorf, das sagt die Farbe schon, er ist also sehr dunkel, deswegen Schwarztorf. Ja. So, wenn ich mir jetzt einfach mal diese Handvoll hier anschaue, dann habe ich hier einmal was Flusiges, Faserreiches, das ist im Grunde das Wollgras, das haben wir eben gerade auf der Nachbarfläche gesehen. Das sind also eben die letzten Bestandteile von Wollgräsern oder eben das Feine, das ist eben das Sphagnum. Also die Torfmoose, die hier vor hunderten oder tausend Jahren gewachsen sind. Und wenn wir da mal ein bisschen, sobald das Material ein bisschen angetrocknet ist, dann kriegen wir auch sofort ein bisschen Struktur. Dann schaut man, dann sieht man hier eben diese festen Teile, die dann eben für die Struktur im Substrat. Damit da auch Luft drin ist und nicht einfach zusammenfällt. Genau. Super, herzlichen Dank, Josef Gramann. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht's zu Luberacom, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht's zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht's zu gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter.